ja, auch die Steuerung über die hinteren Tragegurte funktioniert wirklich hervorragend. Man kann es hier schön sehen, wie das System der Verbindung zwischen B und C funktioniert. Wirklich richtig gut. Deutlicher Unterschied in der Beschleunigung auch bei dem Schirm, bei dem Alpina. Sehr cool. Ja, geradeaus erkennt man sehr schön den Grand Combin mit über 4300 Metern. Auf der rechten Seite der Blick in Richtung der Kette oberhalb von Argentière, mit der Aiguille de Argentière. Und unter mir jetzt genau Verviers. Gelandet in Le Chable, unterhalb von Verviers.